Hallo, meine lieben Gastro-Kollegen. Heute geht's nicht um Gastro, heute geht's um Hospitality, genauer gesagt ein Hotel. Wir sind ja hier in der Roten Morgenchaussee. Das ist so, wir hier besitzen das Geld, ne? Genau. Was die beiden Jungs, Sebastian und Michael, hinter mir eröffnet haben, und zwar für 100.000 Euro. Und jetzt verdient ihr damit Geld und seid auch schon expandiert. Ja, man kann damit ein bisschen was verdienen. Hört sich spannend an. Es sieht auch mega geil aus. Ich hätte gedacht, das ist viel teurer. Was man beachten muss, wenn man ein Garni-Hotel wie hinter mir aufmachen will, was man an Umsatz machen kann, was am Ende überbleibt und was sonst noch dahinter steht, erfahrt ihr in diesem Vlog. Ich freue mich riesig. Danke Jungs, dass ich da sein darf. Und jetzt geht's los. Go! Klassisch Hamburger Geldadel. Schau dir mal diesen Eingang an. Alter. Das ist von 1800, schieß mich tot. 1880. Leute, 1880 haben die solche geilen Wände und Decken. Handbemalte Bilder und der Marmor ist angepasst. Traumhaft schön gemacht. Und das ist echt alles? Ja, das ist im Krieg alles verschont geblieben. Wir sind ja hier in der Roten Morgenchaussee. Das ist so. Das ist ja hier, besitzt das Geld, ne? Genau. Das war vorher auch schon ein Hotel, oder? Seit über 30 Jahren, ja. Seit über 30 Jahren so ein Garni-Hotel. Genau. Wir sind die dritten Betreiber. Guckt euch das mal an. Wo kommt dieser Ratte wieder her? Guckt euch das an. Hotel am Museum. Die Jungs haben moderate Preise. Im Schnitt 120 bis 180, ihr wisst ja, Hotels, je nach Auftragslage erhöht sich das oder es geht runter, Angebot und Nachfrage. Aber die Jungs sind mit 150 Euro echt moderat von den Preisen. Jetzt schau dir mal die Zimmer an. Alter. Seht ihr das an? Warum sehen alle Zimmer anders aus, Michael? Ist es nicht einfacher und kostengünstiger, alles nach einem Schema zu fahren? Es wäre kostengünstiger. Aber wir wollten jedes Zimmer so individuell wie möglich haben. Deswegen ist das Zimmer eher mit Holz- und Naturprodukten. Nebenan ist eher französisches Landhaus. Dass wir wollten, dass jedes Zimmer seinen eigenen Charme hat, damit wir verschiedene Leute ansprechen. Wir haben viele Stammgäste, die möchten immer jedes Mal ein anderes Zimmer haben, damit sie immer woanders sind. Was kostet ein Zimmer? Das liegt so bei 140 Euro die Nacht für zwei Personen. Und Einrichtung? Da haben wir ungefähr so 12. Ja, ist hochwertig, ne? Die Tische, genau, sind alles Vollholzmöbel. Und hier, das haben wir komplett selbst gebaut. Da haben wir einfach die einzelnen Teile uns zusammengesucht, haben dann die Kanten geschnitten und haben es dann einfach selbst zusammengebastelt. Da braucht man ja auch die Zeit für, ne? Deswegen dritter Lockdown. Also jedem Lockdown habt ihr eins immer gemacht. Genau. Hey Leute, überlegt mal, Leute beschweren sich, kriegen Depressionen, wenn Lockdown kommt. Die sagen, also machen wir mal Zimmer 3, Zimmer 4, Zimmer 5. Genau, wir haben quasi im ersten Lockdown haben wir den Garten gemacht. Im zweiten Lockdown haben wir Zimmer 4 gemacht und im dritten Lockdown haben wir das gemacht und über Ostern haben wir die Küche umgebaut. Hattest du Angst, als ihr in dieses Projekt reingegangen seid? Ein bisschen, aber ich sag immer, no risk, no fun. Und da es unser Lebenstraum war, habe ich gedacht, schlimmer kann es nicht werden. Warum Lebenstraum, Hotel? Na, Sebastian hat ja das quasi studiert und war dann lange Zeit in Barcelona, hat dann mit Ritz-Carlton gearbeitet und hat es kennengelernt, wie toll es eigentlich sein kann. Ja. War dann in seinem Job nicht so zufrieden und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es. Was soll Schlimmes passieren? Und jetzt verdient ihr damit Geld und seid auch schon expandiert? Ja, man kann damit ein bisschen was verdienen. Umsatz habe ich geschätzt, 30 bis 40k. So. Das ist richtig, ja. 20% Ertrag habe ich geschätzt. Das kommt auch ungefähr, ja. Es kommt immer ganz drauf an, welche Verträge man schließt. Booking zum Beispiel nimmt ja 18%. Kann man ein bisschen verhandeln mit den einzelnen Unternehmen. Habt ihr das gehört, Leute? Ihr könnt mit den Plattformen verhandeln. Man muss nicht alles hinnehmen, nur weil sie es sagen. Es ist alles Verhandlungssache. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Immobilien viele hätte, dann macht es ja auch Sinn, statt sie normal zu vermieten für die Familie. Weil wenn ich diese Wohnung jetzt habe mit 220 Quadratmetern und hier wohne, zahle ich gleich 5.000, 6.000 Miete in der Lage Hamburg. Hm. Aber wenn du es vermietest? Dann zahlst du ungefähr 4.500, hast aber 6 Leute da, die da permanent leben. Und man kennt es ja, nach 10 Jahren in so einer Wohnung sieht sie ganz anders aus als unser. Weil wir müssen permanent alles modern, schick, sauber halten. Und in so einer Wohnung lebt man anders als hier. Dadurch ist so eine Wohnung, die gewerblich genutzt wird, meiner Meinung nach deutlich attraktiver nachher in der Weitervermietung, weil sie besser gepflegt ist. Das heißt, für alle Immobilienbesitzer nicht normal vermieten. Man kann auch über so ein Konzept nachdenken. Aber ich weiß nicht, wie schwierig es ist. Das kannst du uns bestimmt beantworten. Bis man so eine Genehmigung kriegt für so ein Garni-Hotel. Das ist ja eine komplette Nutzungsänderung dann von Wohnfläche auf Gewerbe, ne? Genau, das ist ja in Hamburg zum Beispiel komplett schwierig, in anderen Großstädten auch. Wenn es aber schon eine Gewerbeeinheit gibt, kann man es natürlich umnutzen, ist aber auch ein bisschen Papierkram, man muss ein bisschen viel argumentieren und einen guten Draht zur Stadt haben.
Maike, gib mir diese Ecke. Ich brauche nicht mehr. Telefon. Die ist frei. Mach dir auch Kaltakquise. Hallo, Hotel am Museum. Guten Morgen, Schussi. Guten Tag. Jo, ist mein Name. Ja, Zimmer, ja. Die Nacht kostet bei uns 850 Euro. Frühstück kommt noch. Ja, Frühstück rechnen Sie mal mit 150. Wenn der Koch schlecht drauf ist, kann es auch mal 200 sein. Wir machen alles von hier. Achso, das ganze Büro von der ganzen Company ist hier. Genau. Wir machen Guck mal, alles das hier. Zeigt schon alles. Kein Papierkrieg, wenig Arbeit, nicht so viel Stress. Wie viele Leute arbeiten hier? Olena, die macht für uns die Zimmer. Einmal am Tag? Einmal am Tag für 2 Stunden. Und dann haben wir Matteo. Das ist unser dualer Student, der ist im Frühstücksdienst. Wenn ich das mal hochrechne, bist du vielleicht bei 3.000 oder so, 3.500, wenn es hochkommt. Aber wer müsst ihr hier immer sitzen, wenn Leute kommen? Weil ihr habt ja diese Schlösser hier. Damit kommen die doch so rein, oder? Mit dem Passwort? Genau. Wir versuchen tagsüber in den regulären Öffnungszeiten hier zu sein. Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand nachts kommt, dann vergeben wir einen PIN. Heute zum Beispiel habe ich festgelegt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt schließt sich automatisch die Tür ab. Jetzt ist sie zu. Und wenn der Gast nachts kommt, gibt er einfach ein, den PIN. Dann arbeitet das System, schließt automatisch die Tür auf und man kann rein. So verdient man Geld. Rein, schlafen, raus, gut schlafen, bezahlen. Frühstücken, bezahlen. Kommt rein, Putzfrau, macht sauber, der Nächste. Genau. 150 Tacken. Da wieder locker. Und das ist die... Oh, das liebe ich, du mal. Genau, das war die Küche. Genau. Das war die Küche von dieser Wohnung. Genau, die Wohnung ist aufgeteilt in den Räumen vorne und hinten und in der Mitte des Hauses gab es die Küchen. Und die Küche haben wir umgebaut, damit die Gäste quasi, wenn man nach hinten guckt, den Garten mitnutzen können. Und somit haben wir quasi die Küche selbst umgebaut. Man sieht noch den alten Ofen und schaut einfach mal selbst. Das habt ihr echt zum Schreibtisch gemacht, ne? Ja. Das ist ein Originalofen aus 120 Jahren ungefähr. 1880 ist der, genau. Guckt euch das an, Leute. Ist sogar noch nutzbar. Hey, Alter, wie viel Geschichte dieser Ofen erlebt hat. Habt ihr dieses Zimmer auch komplett selber gemacht? Ja. Ostern hatten wir geschlossen und haben gedacht, wir nutzen die Zeit sinnvoll, weil wer braucht schon Urlaub? Michael, aber weißt du was? Ich liebe deinen Art. Das ist so entspannt und du redest über die Selbstständigkeit und ich weiß, wann ihr aufgemacht habt, das war Corona, ne? 4 Monate bevor Corona war. Wir haben November 19 eröffnet, 3 Monate regulär offen gehabt und dann mussten wir schließen. Hattet ihr keine Ängste und alles? Wer Angst hat, ist, glaube ich, in der Selbstständigkeit falsch, weil man muss einfach Augen zu und durch und man muss das Beste versuchen. Und wie man sieht, wir sind noch da, wir sind gewachsen, wir sind stärker geworden und suchen Personal. Gleich mal gedroppt, Alter. Hast du Interesse, in einem Garni-Hotel zu arbeiten? Dann Hallo, meine lieben Hotelkollegen. If you want breakfast in bed, you have to sleep in the kitchen. Auch gut. Warum immer alles kompliziert und edel machen? Was musst du fürs Frühstück hier vorbereiten? Machst du das einen Tag vorher oder am Morgen? Also wir bereiten immer alles frisch zu. Das heißt, wir haben einen Bäcker, wo wir abends unsere Bestellung aufgeben. Er backt es dann über Nacht für uns. Wir holen es morgens ab. Dann bereiten wir die Platten zu, wie Käse-Wurstplatten. Machen dann eine Eierspeise immer frisch direkt und machen alles immer morgens, bevor der Gast sich setzt. Wir bleiben immer im Raum und versuchen Gespräche zu führen, damit sie sich wie zu Hause fühlen, weil das ist ja unser Konzept. Man soll sich fühlen wie bei Mutti. Michael. Ne? Geiles Konzept. Persönlich, mehr geht nicht. Hier ist wie im Hotel der Concierge. Genau, ähnlich. Wir machen alles, aber hier sind natürlich auch schon berufliche Freundschaften entstanden, Liebesbeziehungen. Also alle haben sich hier kennengelernt. Internorga zum Beispiel haben hier verschiedene Gäste gesessen, die sich auf Internorga kennengelernt haben und Tatsache dann hier lieben gelernt haben. Hallo meine lieben Gastkollegen, wenn ihr zu Internorga kommt, Hotel am Museum, ich krieg dafür nichts. Das sind wirklich tolle Herzensmenschen. Ich finde es super geil, wenn Menschen einfach sagen, wir machen das jetzt. Nicht immer so in die großen Dinger gehen, kommt doch mal in so ein Boutique-Hotel. Es ist so geil und guck mal, ich schaue schon raus, ne? Guck dir mal, wie geil diese Terrasse, bitte. Wie viel Garten habt ihr hier, Alter? Hamburg, meine Perle. Guck mal. Knapp 600 Quadratmeter. Bis zur weißen Hauswand gehört alles uns. Wir sind hier mitten in Hamburg City, ne? Es ist Stadt. Aber Michael, ganz ehrlich, ne? Wie viel Zeit verbringst du hier? Können auch schon mal 12 Stunden Tage so werden lange, oder ja. So, ja. Aber wir machen es ja gerne, weil... Macht Spaß. Bei Selbstständigkeit weiß man ja, wo es am Ende landet. Auf unser Konto. Ich finde Michael einfach mal geil. Michael spricht einfach mal ganz locker aus, wie der Hase läuft. Michael, gibt es mal Gäste, die nerven, wo du dann denkst, bitte geh? Es gibt bestimmt 1-2 Gäste, die lesen sich zum Beispiel auch nicht die Beschreibung durch und sitzen dann hier und sagen, sind ein bisschen traurig.
Teilweise können wir sie dann von unserem Lebensstil überzeugen und sie sind wirklich glücklich. Es gibt ein paar, die sind dann nicht so glücklich. Wir sind sehr tolerant, erlassen teilweise auch die Übernachtungskosten, wenn sie vorzeitig abreisen wollen. Hauptsache, der Gast ist glücklich und wir haben Spaß mit denen, die vor Ort sind. Ihr habt auch super Bewertungen, ne, im Portal. Das merkt man, dass ihr da hinterher seid. Tatsache. Ihr habt einen zweiten aufgemacht. Wie, ich meine, wenn man so Corona überlebt, in der Corona-Zeit, so eine Selbstständigkeit wagt, wie kommt man dazu, gleich nach Corona ein zweites Projekt anzugehen? Das war relativ einfach. Die Bank hat gesagt, ihr müsst ein bisschen mehr Geld dran schaffen, da die Kosten des Betriebes gestiegen sind aufgrund von den Corona-Hilfen, die wir natürlich aufnehmen mussten. Mhm. Und dann haben wir geschaut, was ist die beste Alternative, ein zweiter Standort. Wie kann man es lösen, weil wir nur zu zweit sind, ein Standort, der ohne Personal funktioniert. Und deswegen haben wir eine Art Co-Living erschaffen, wo man für eine Nacht oder zwei bleiben kann, aber konzipiert ist er für jemanden, der zum Beispiel 6 Monate bleibt, der hier eine Firma übernimmt oder kurz einen Job angefangen hat und noch keine eigene Wohnung gefunden hat. Ich finde das Prinzip, was die Bank erzählt hat, gut, aber birgt auch viele Gefahren und da muss ich wirklich sagen, gerade in der Gastronomie auch, die haben einladen, merken, es läuft nicht wirklich, das Geld reicht nicht, machen einen zweiten und dann graben sie sich ihre Grube immer tiefer, weil es ist total schwierig, diese Luftblase zu oder diesen Schloss zu bauen. Oh, den zweiten wird alles besser, dann machst du einen dritten, wird alles besser, aber am Ende verzettelst du dich immer noch mehr und noch mehr. Deswegen ist es ein ganz vorsichtiger Weg, den nicht jeder gehen sollte, ist meine Meinung. Da habe ich nämlich auch lange bei euch, scheint sehr gut gegangen zu sein. Also ihr konntet, wahrscheinlich waren die Grundkosten eh schon da. Und das war Mitläufer, der einfach für Cash sorgt. Ne? Genau. Wir haben versucht, wieder so günstig wie möglich es einzurichten. Was habt ihr da bezahlt? Knapp 50.000 für die 3 Zimmer. Was bringt das an Umsatz? Wenn der Holzdamm, so heißt das Objekt, gut läuft, sind wir da auch schon bei 12.000, die reinkommen, ohne dass wir großartig vor Ort sind. Okay, dann macht das vielleicht Sinn, ja. Da gehen wir aber auch noch hin. Wir gucken uns das noch an. Habt ihr gut aufgepasst? Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr gemerkt, keine Toiletten im Zimmer. Das ist richtig. Die befinden sich hier auf dem Flur. Mögen das die Gäste? Das ist, glaube ich, so der einzige Wärmetropfen, oder geht das? Das geht, Tatsache. Die Gäste, die wir mit unserem Konzept ansprechen, die sagen, haben wir Bock drauf, kein Problem. Auch schön, guck mal, mit der Lampe oben. So. Wir achten darauf, dass sie immer sehr schön gepflegt sind. Mit Stoffhandtüchern anstatt Papier. Es soll halt für den Kunden optimal das Licht werden. Wenn es besetzt ist, oder wie läuft genau, das? Damit der nächste Gast weiß, ich brauche jetzt nicht unbedingt an der Tür ziehen. Derjenige drin sitzt, denkt, oh Gott, ich muss jetzt schnell machen. Das wollten wir verhindern. Es sollte ja komfortmäßig sein. Warum sind die WCs nicht in den Zimmern? Es ist zu viel Platz und Kosten auch wahrscheinlich. Genau, und das Hotel wurde ungefähr vor 30 Jahren hier installiert in diesem Haus. Es ist ja ein Wohnhaus gewesen damals, als es gebaut worden ist. Und da es dann ab einem gewissen Zeitpunkt unter Denkmalschutz stand, sagte natürlich die Stadt, keine Wände aufreißen. Und hier auf dem Flur waren schon Toiletten vorhanden. Und die haben wir dann einfach umbauen lassen, sodass es den perfekten Eindruck macht. Und jetzt, Leute, ich meine, wir haben das Büro gesehen. Büro, wirklich, wenn du das siehst, da weißt du schon, der ist nicht so viel Arbeit. Also, so minimalistisch. Guck mal, dieser Raum, ne, hier hinter, ist die gesamte Administration des Hotels. Denn da ist wird die Wäsche und so weiter klar gemacht. Da ist die Wäsche, der Putzwagen, dort findet sich alles, was wir brauchen für den Hotelbetrieb, auf kleinsten Raum. Das Ding ist schmal, ist nicht tief, aber geht so 400 Meter hoch. Bis unter das Dach voll, ist geil. Das ist Konzept für die Zukunft. Das ist alles minimalistisch, klein, kostensparend und damit versuchen ein Case. Bin so gespannt. Wir fahren jetzt ins andere Hotel und du sagst ja, dort ist es noch ein bisschen geiler als hier. So Leute, wir sind jetzt an der Location und hinter mir das Atlantik mit das bekannteste 5-Sterne-Hotel in Hamburg. Wer wohnt da seit Jahrzehnten? Udo Lindenberg. Genau das Hotel. Und hier ist das neue Investment 50.000 von den Jungs. Mit den brutalen Zimmern und jetzt geht's rein. Hallöchen, ich bin so gespannt. Sebastian, willkommen. Hoi, 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 hoi. Das ist ja schon eine Wohnung. Das Ziel ist hier ja aber längerfristigere Buchungen. Also nicht jeden Tag Wechsel, sondern gerne mal einen Monat oder vielleicht sogar mal ein halbes Jahr oder so. Da werden wir irgendwann hinkommen. Und deswegen war mir aber wichtig, dass hier jedes... Sogar das kleinste Zimmer ist so eingerichtet, dass man hier auch sozusagen leben kann, arbeiten kann. Das heißt, ihr wollt hier Langzeitbewohner haben, die dann für so ein Zimmer wahrscheinlich so 2, 2,5 bezahlen? Genau. Wenn die alle 3 vermietet wären, wären das so 7.500 im Monat. Ja, genau. Die Miete hier, was ihr zahlt, sind wahrscheinlich so 3, 3,5 oder so?
Ja, mehr. Also wir zahlen hier 20 Euro den Quadratmeter und es sind knapp 200. Okay. Also 4K. Aber hey, am Ende, wenn 2, 2,5 überbleiben und das Ding läuft mit wenig Kopfschmerzen, ist es ja auch schon mal geil. Das ist der Punkt. Dadurch, dass das ja früher normal eine Wohnung war, genauso wie im Roterbaum, hat man eben das Thema mit den Versorgungsleitungen, die man nicht einfach wirr irgendwie legen kann. Deswegen hat jedes der drei Zimmer sein eigenes Badezimmer über den Flur. Ah, jeder hat sein eigenes. Ja. Oh, guck dir das mal an. Also hier hat man so seinen privaten Bereich. Das war natürlich super wichtig, also vor allen Dingen, wenn man jetzt eben ein paar hundert Euro pro Monat verlangen möchte, dann muss man das natürlich bieten. Also wir haben einfach basierend auf dem Schnitt drei Größen sozusagen definiert und hier kann man auch drin wohnen. Das ist echt ein Raum da hinten, obwohl ich mich im Spiegel sehe. Macht ihn richtig größer. Aber wenn man sich im Bett zufällig nicht sehen möchte, haben wir halt einen Vorhang vor, dann kann man den auch zuziehen. Das hier würde so bei um die 2000 Euro liegen dann. Rechne das mal im Hotel, da kriegst du nicht so ein großes Zimmer mit allem drum und dran. Genau. Und direkt an der Alster. Genau. Deswegen man ist ja nicht in St. Georg, also wenn man ins Restaurant, in die Bar, ins Café will, ist alles da hinten. Mhm. Aber hier hat man seine Ruhe. Hier ist halt nichts. Unten kann man direkt joggen gehen. Also die Lage ist schon optimal. Das muss man natürlich auch suchen, ne? Das findet man nicht von heute auf morgen. Der Wettbewerb ist ja groß. Das ist dann für das kleinere Budget eher das Zimmer, was kurzfristig kleinschrittiger vermietet wird. Aber auch hier war es mir halt wichtig, dass man arbeiten kann, wenn man möchte oder muss. Sebastian, bereust du das, dass du in diese Hotellerie-Schiene eingestiegen bist oder bist du happy? Ich bin absolut happy. Es ist aber schon, also man muss wissen, dass es ein anstrengendes Leben ist. Ne? Es ist zeitintensiv. Man muss sehr, sehr viel selber arbeiten und investieren, also sowohl Geld als auch Zeit und Kreativität und solche Geschichten. Man verdient gut, aber man verdient natürlich in anderen Schienen. Wenn ich jetzt irgendwo in einem Bürojob arbeite, verdiene ich tendenziell mehr. Das ist einfach mit so. In der Hotellerie sind die Margen nicht so hoch. Das ist das Schwierige. Echt? Ja. Ich finde es wichtiger, dass ich jeden Tag einen coolen Job habe, wo ich Spaß habe zu arbeiten, als dass ich, 20.000 netto im Monat verdiene, aber mich jeden Tag zur Arbeit quäle. Am Ende ist es dein Leben, ne? Und jeder Tag, den du aus dem Bett aufstehst und sagst, Chaka, ich habe Bock drauf, ist geil. Aber ich muss ein bisschen revidieren. Vielleicht nicht revidieren, aber schon sagen, wenn du jetzt überlegst, du hast 150.000 investierst, und hättest das Geld in 2 Jahren vielleicht wieder drin, dann finde ich das gar nicht so schlecht. Es ist viel Arbeit. Ne? Also man hat wirklich, also gerade mit den beiden Standorten, die wir jetzt haben, hat man im Prinzip jeden Tag aufs Neue. Man kann ja nicht vorarbeiten, das ist ja immer das Problem in der Hotellerie und Gastronomie. Ich kann nicht jetzt schon das Zimmer für nächste Woche vorbereiten, wenn das dazwischen schon noch mal benutzt wird. Ich muss jeden Tag von vorne anfangen. Also speziell jetzt eben bei uns ist die Situation dadurch, dass wir das alleine machen, ohne Unterstützung, ohne großartig Personal, ist natürlich auch viel bei uns, bleibt es liegen. Ne? Und dann müssen wir halt viel machen. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass ihr auch vielleicht Darlehen abzahlt. Wenn die irgendwann weg sind, dann kannst du auch 1, 2 Leute einstellen, die diese Sachen machen. Ja. Du hast immer noch das Gleiche, was du jetzt hast und hast dann entspanntes Leben und ein Income vielleicht, der 70% passiv ist. Genau. Und das muss man an der Stelle sagen, ihr seid jetzt in der Aufbauphase. Exakt. Und ich meine, das gehört dann auch zur Selbstständigkeit bitte dazu. Deswegen finde ich das, ich habe kein Mitleid mit dir. Was ich auch gut finde. Wir haben ja auch noch... Mitleid kriegst du geschenkt. Neid musst du dir erarbeiten. Ja, genau. Das ist eine Küche, die habt ihr hier in der Wölbung eingebaut, ist ja auch geil. Die Küchenzeile war schon drin, die war schon vorgesehen. Das haben die, wie gesagt, unsere Vermieter das als Teeküche gedacht, weil sie das, ja, wie gesagt, an ein Büro, an eine Firma vermieten wollten. Mhm. Und wir haben daraus eben eine vollständig funktionierende Küche gemacht. Ich finde das toll, dass ihr einfach gemacht habt und nach Corona direkt nochmal in der Selbstständigkeit, also noch einen draufgesetzt habt. Schöne Inspiration für die Kollegen da draußen. Diese Serviced-Apartment-Geschichte ist einfach Zukunft. Also es ist nicht nur in Großstädten so, dass denn der Bedarf für Wohnen auf Zeit da ist. Wir sehen da eine Nachfrage und vor allen Dingen sogar die Geschäftsreisenden sozusagen mal außen vor. Es könnte sogar passieren, so wie eine Carsharing-Struktur, absolut, dass man als Privatperson anfängt, keinen in dem Sinne festen Wohnsitz mehr zu haben, sondern man mietet sich einfach irgendwo in einem coolen Konzept ein. Da gibt es eine Gemeinschaft, man ist nicht alleine, man wohnt irgendwo in seinem
in seiner Bubble sozusagen, aber man hat den direkten sozialen Anschluss, man hat Strukturen vor Ort. Ich denke, da wird sich noch viel Potenzial entwickeln. Bin ich fest von überzeugt. Ja. Und dann seid ihr schon mit Erfahrung die Ersten. Mit. Der Unternehmer muss heute Dinge unternehmen, die noch gar nicht da sind, mit der Gewissheit, dass irgendwann er mit dem Strahl wächst und der Markt wächst, der Markt kommt und du fängst hier an. Es ist aber noch kein Kontakt. Aber du kannst dich immer ausrichten, wie der Markt sich ausrichtet, aber du fängst an, einfach zu laufen. Und du unternimmst Dinge, die Risiko sind, aber wenn du hier drauf stößt mit dem Markt und dann der Erste ist und die Erfahrung hast, dann knallt und dann sagen Leute, Alter, die sind über Nacht erfolgreich geworden. Nichts über Erfolg über Nacht gibt's nicht. Du bist dem Markt vorausgeflogen und hast gedacht, wir treffen irgendwann zusammen. Und das ist halt dann auch unternehmerisches Risiko, den du nicht immer in der Hand hast. Deswegen kann es sein, wie ich beim Daily You, ne? Ich habe zentral, dezentral produziert, in kleine Shops verteilt. Ich war dem Markt voraus und musste fast 8 Jahre warten, bis der Markt auf mich trifft. Aber dann waren wir bereit und jetzt geben wir Gas. Manchmal muss man vorauslaufen, damit dann der Markt dir hinterherläuft. Wenn ihr mehr über Hotels sehen wollt, auch über richtig krasse Hotels und über Hotelgastronomie, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und ganz wichtig, Daumen hoch, Glocke an und lasst Liebe da. Danke.